Endlich. Ich habe The Witcher 3 beendet. Und gibt es einen besseren Anlass, um 50.000 Abonnenten zu feiern, als endlich über dieses Spiel zu reden? Moin, moin, moin! Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zum großen 50.000 Abonnenten-Special. Und ich meine, wer von euch 50.000 Leuten hat sich noch nicht darüber lustig gemacht, dass ich als Gaming-YouTuber noch nie The Witcher 3 Wild Hunt durchgespielt habe? Und das vollkommen zu Recht. Ich habe eine Top 10 der besten PlayStation 4 Spiele gemacht. Kein Witcher 3 dabei. Ich habe ein Video zu den besten Spielen des Jahrzehnts gemacht. Kein Witcher 3 dabei. Ich habe eine NieR Automata Review gemacht. Kein Witcher 3 dabei. Doch damit ist jetzt Schluss. Wer in den letzten Wochen aufmerksam zugeschaut hat, dem wird sicherlich schon der ein oder andere Gameplay-Clip oder sonstige Bezug zum Spiel in meinen Videos aufgefallen sein. Und ja, endlich kann ich mit voller Stolz und nach fast 5 Jahren und passend zu 50.000 Abonnenten verkünden, ich habe The Witcher 3 durchgespielt. Also, lasst uns endlich darüber reden. Aber fangen wir von vorne an. The Witcher 3 Wild Hunt wurde unter extrem großem Hype im Mai 2015 veröffentlicht und schaffte es trotz großer Konkurrenz wie Bloodborne, Metal Gear Solid 5 oder Undertale schnell zum Ausnahmespiel des Jahres zu werden. Die Kritiker überschlugen sich mit Lob und auch die Spieler waren begeistert. Ich hatte das Spiel natürlich auch auf dem Zettel, obwohl ich die ersten beiden Teile der Reihe vorher nicht durchgespielt hatte. Teil 1 war auf meinem PC leider technisch nicht wirklich spielbar. Alles ruckelte und die Kampfsteuerung funktionierte bei mir auch nicht so recht. Auch den zweiten Teil habe ich leider nicht beendet, sondern nach gut 16 Stunden irgendwann abgebrochen, weil... Bitte fragt mich warum. Ich weiß es nicht mehr. Was ich aber weiß, ist, dass ich damals echt Spaß mit diesem Spiel hatte. Als alter Rollenspielfan, der auch immer irgendwie ein Fable für die Gothic-Reihe hatte, sollte das ja auch keine Überraschung sein. Und da ich 2015 gerade in meiner Collector's Edition Hochphase war, musste ich mir natürlich auch die riesige Witcher 3 Sammelbox vorbestellen, um schlussendlich meinen Dachboden damit zu dekorieren. Aber hey, immerhin ist das Steelbook ganz geil und nachdem ich das Spiel nun auch endlich beendet habe, fühle ich mich nicht mehr ganz so dumm, damals 150 Euro dafür bezahlt zu haben. Ich habe also im Mai 2015 mit The Witcher 3 angefangen. Das Spiel war wirklich toll. Selten habe ich eine so krass und lebendig wirkende Spielwelt erlebt und die Grafik war auch super. Doch an viel mehr kann ich mich nicht wirklich erinnern und das ist auch egal, denn ich hatte es ja schon mal erwähnt, nach knapp 10 bis 15 Stunden Spielzeit kam es zu dem legendären Ereignis, was bis heute als der große Jansische Festplattencrash von 2015 bekannt ist. Bei einem gelegentlichen Moment des Dummseins vollbrachte ich das Kunststück, den Stecker meiner PlayStation 4 während des laufenden Betriebs herauszuziehen und so meine Festplatte inklusive vieler aktueller Speicherstände zu löschen. Darunter eben auch der von The Witcher 3. Und da ich jemand bin, der sich nicht gern wiederholt, war meine Motivation und meine Freude für das Spiel von einem auf dem anderen Moment vorüber. Es waren wie gesagt noch andere Speicherstände dabei und so fing ich erstmal an, kürzere Spiele wieder von vorne zu beginnen bzw. wieder nachzuspielen. Das erschien mir einfach sinnvoller, denn dass The Witcher 3 eher in Richtung Mammutwerk ging, war damals schon klar und ich hatte einfach keine Lust, so viel Progress nachholen zu müssen. Das wäre dem Spiel gegenüber irgendwie nicht fair gewesen, weil ich dann wahrscheinlich nur durchgerusht wäre oder ihm eventuell nicht meine volle Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Also sich lieber The Witcher 3 widmen, wenn Motivation und vor allen Dingen die nötige Zeit gegeben ist. Und das war zum Jahreswechsel 2016. Ihr kennt das sicherlich. Die Weihnachtszeit und die Tage zwischen den Jahren sind meist der perfekte Zeitpunkt für ein größeres Spieleprojekt. Und so spielte ich also zum zweiten Mal The Witcher 3. Diesmal aber mit der klaren Intention, den Fortschritt, den ich ein halbes Jahr vorher verloren hatte, wieder aufzuholen. Und das war vielleicht nicht die beste Idee. Denn nachdem ich wieder beim blutigen Baron war, also dort, wo ich letztes Mal rausgeflogen bin, fühlte sich meine Mission irgendwie als erledigt an und ich hörte ohne ersichtlichen Grund wieder auf, das Spiel weiterzuspielen. Ich kann euch das auch irgendwie nicht wirklich erklären und ich kann euch nicht mal wirklich sagen, ob und wie viel ich Spaß bei meinem zweiten Anlauf hatte, aber ganz offensichtlich hatte ich es aus den falschen Gründen herausgespielt. Mein Kopf war irgendwie noch nicht bereit, was mich aber nicht davon abhielt, mir vorsichtshalber schon mal die beiden DLC-Packs zu kaufen, weil... Aber so nahm die witcherlose Zeit seinen Lauf. Immer wenn ich daraufhin in Videos auf das Thema beste Spiele oder ähnliches zu sprechen kam, konnte ich es vorweg schon in den Kommentaren hören. Du hast Witcher 3 nicht beendet? Witcher 3 fehlte auf Platz 1. Du bist Asiato. Gleichzeitig kam dann bei mir langsam der Gedanke hoch, dass, wenn es das Spiel nach zwei Anläufen immer noch nicht schafft, dass ich es unbedingt weiterspielen will,
dass es vielleicht gar nichts für mich ist. Auch weil ich zu dieser Zeit einfach einen totalen Überdruss für riesige Open-World-Spiele verspürte. Ich hatte es so satt, dass Spiele nur um der Größe willen immer größer werden wollten. Ob es nun zum Spiel passte oder nicht. Gefühlt jedes Action-Adventure hatte auf einmal eine riesige Open-World, ein Level-System und jede Menge Nebenquests und Sammelgegenstände. Das war alles so beliebig und unnötig aufgebläht und es machte manchmal im Spiel auch einfach keinen Sinn. Warum sollte ich in Fallout 4 diesen und jenem Nebenquest nachgehen, wenn ich doch eigentlich auf der Suche nach meinem verlorenen Kind bin? Das ist doch total dämlich. Innerlich übertrug ich diese Probleme dann vielleicht auch auf The Witcher 3. Ich meine, guck doch mal bitte. Über 50 Stunden Spielzeit nur für die Hauptstory und gar weit über 100, wenn man es mit ein paar Nebenquests spielen will. Das kann doch nur alles künstlich gestreckt sein. Und woher soll man bitte die ganze Zeit nehmen? Ja, nee, lass mal. Aber ihr ließt nicht locker, auch wenn ich meine Zweifel an Spielen dieser Art äußerte. Haha, der Jansen ist mit Witcher 3. Was ist mit Witcher 3? Was ist mit Witcher 3? Du siehst aus wie Otto. Und so kam ich endlich zu dem Entschluss, dass es an der Zeit ist. Wenn so viele so langanhaltend von diesem Spiel schwärmen, dann muss doch einfach etwas dran sein. Außerdem habe ich mich auch immer ein wenig komisch gefühlt, im Internet über Videospiele zu reden und eins der wichtigsten seiner Art nicht durchgespielt zu haben. Außerdem wäre es doch ein cooles Special für 50.000 Abonnenten. Komm, ein letztes Mal und dafür jetzt richtig und ohne Hetze oder sonstige Ablenkung. Hier sind wir also. The Witcher 3. Durchgespielt. Nach knapp 5 Jahren. Beziehungsweise 1717 Tagen oder, wie es der Zufall so will, genau 50.000 Stunden. Es ist vollbracht und ja, es ist ein großartiges Game. Denn The Witcher 3 ist ein Spiel, das ähnlich ist wie ein Dislike auf diesem Video. Es dürfte eigentlich nicht existieren. Alles, was ich vorher an Spielen dieser Art kritisiert habe, umgeht The Witcher 3 mehr als elegant. Alles wirkt so, als hätte es Sinn und Verstand. Und das gilt nicht nur für die Spielwelt, sondern auch für seine Geschichte. Der Aufwand und die Mühe, die hinter diesem Spiel stehen, sind wirklich unfassbar. Ein Spiel von diesem Ausmaß kann doch unmöglich durchgehend eine so hohe Qualität beibehalten. Doch, tut es aber. Bis zum Schluss. Und das Krasse ist, einen Großteil davon werden viele Spieler überhaupt nicht sehen. Was wir aber sofort sehen, ist natürlich erstmal die Grafik. Und wow, zaubert dieses Spiel Landschaften und Momente auf den Bildschirm. Nie fühlte sich ein Sturm nasser oder ein Sonnenaufgang schöner an. Alles wirkt so atmosphärisch, realistisch und vor allen Dingen handgemacht. Novigrad ist wohl die atemberaubendste und größte Stadt, die ich je in einem Videospiel gesehen habe und könnte allein fast als Schauplatz für zum Beispiel ein Assassin's Creed Spiel herhalten. So detailliert und gleichzeitig lebendig wirkt sie. Klar gibt es auch in The Witcher 3 Häuser, Dörfer, Figuren oder andere Kleinigkeiten, die sich wiederholen, aber trotzdem merkt man hier an jeder Stelle der Spielwelt, dass die Entwickler alles bewusst und mit Sinn platziert haben. Es wirkt schon fast wie eine Frechheit gegenüber CD Projekt Red, wie einfach es sich manch anderer Entwickler mit der Gestaltung seiner Spielwelt macht. Oh, wie soft! Was mir aber noch viel besser gefallen hat, ist, wie The Witcher 3 seine Geschichte erzählt. Denn das war vorweg meine größte Befürchtung. Ihr wisst, ich mag gute Geschichten in Videospielen. Deswegen gefallen mir Sandbox-Spiele, dessen Story maximal einen groben Rahmen geben, der ein wenig durch die Welt führt, nicht ganz so gut. Ich will nicht meine eigene Geschichte bauen, ich will lieber eine tolle und interessante Geschichte erzählt bekommen. Denn bezahlte Autoren können dies nun mal besser als ich. Manchmal zumindest. Und ich habe einfach geglaubt, dass The Witcher 3 ähnlich ist. Es gibt eine einzige Hauptaufgabe, aber dafür hunderte von Nebenquests, die einfach erfüllt werden wollen, weil sie halt Nebenquests sind. So macht man das nun mal in einem Rollenspiel. Aber nein, so ist das Spiel nicht gestrickt. Denn The Witcher 3 schafft es trotz seiner Größe, eine Geschichte zu erzählen, die sowohl fokussiert als auch spannend ist und die es irgendwie schafft, dass es sich so anfühlt, als würde alles, was ihr im Spiel macht, wichtig sein bzw. irgendwie eurem Ziel näher bringen. Das liegt natürlich einerseits am Aufbau eurer Hauptaufgabe. Diese ist nämlich, wie vermutet, relativ simpel. Ihr seid der Hexer Geralt und ihr sucht eure Ziehtochter Ciri, die von der wilden Jagd, einer finsteren Geisterarmee, verfolgt wird. Dementsprechend habt ihr immer ein übergeordnetes Ziel vor Augen, das euch von einem Ort der Welt zum anderen führt und stets eure Motivation bildet. Andererseits ist The Witcher 3 halt auch ein extrem genial designtes Spiel. Alles und nichts haben irgendwie Einfluss auf die Spielwelt und die darin lebenden Charaktere. Eine kleine Nebenaufgabe entpuppt sich auf einmal als Riesengefallen für einen Freund, der euch als Dank dafür später in einer großen Schlacht hilft. Und selbst einfachste Hexeraufträge, bei denen ihr nicht mehr macht als ein Monster zu erledigen, fühlen sich nie unnötig an. Schließlich ist das halt Geralts eigentlicher Job als Hexer.
Das ist wirklich extrem gut gemacht und gibt mir als Spieler immer das Gefühl, als wäre ich wirklich Teil dieser Welt und nicht nur einfach ein Spieler, der Ausrufezeichen auf einer Map abarbeitet. Einfach großartig. Und nicht nur, dass diese Quests auch irgendwie alle in diese Welt passen, sie sind auch wirklich interessant und kreativ. Selten mal, dass eine Aufgabe nur ein einfacher Botengang ist. Meist entwickelt sich daraus immer etwas Größeres. Ob ihr nun auf den nordisch angehauchten Inseln von Skellige durch eure Taten bestimmt, wer der neue Thronfolger wird, oder ihr ein Theaterstück inklusive Casting und eigener Schauspieleinlage veranstaltet, um so eine geheime Botschaft an einem im Publikum versteckten Freund zu senden. Das ist schon alles wirklich hohe Rollenspielkunst und funktioniert vor allen Dingen aufgrund seiner toll geschriebenen Charaktere. Im Grunde bleiben die Geschichten und Aufgaben nämlich immer sehr simpel. Denn das Spiel verzichtet trotz Themen um Politik, Krieg, Machtgeplänkel, Fremdenfeindlichkeit und viel moralischer Grauzone auf allzu komplizierte oder unnötig verschachtelte Handlungsfäden. Es setzt einfach nur seine Charaktere in eine Situation und diese handeln einfach nach ihren Prinzipien bzw. so, wie ihr es entscheidet, wenn Geralt selbst betroffen ist. Selten gibt es einfache oder gar moralisch leicht zu durchschauende Entscheidungen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass ihr euch Chancen und Möglichkeiten verbaut, wenn ihr falsch handelt bzw. Dinge ignoriert. Denn die Auswirkungen eurer Entscheidungen in The Witcher 3 sind wirklich deutlich zu spüren. Und das Geniale ist, man weiß vorher nie wirklich, was falsch oder richtig ist oder ob diese Entscheidung überhaupt relevant ist. Man entscheidet einfach so, wie man es für richtig hält und nicht, weil es eine gute und eine böse Antwortmöglichkeit gibt und lebt dann mit seinen Konsequenzen. Witcher 3 ist einfach ein wahnsinnig toll geschriebenes Spiel, das von vorne bis hinten durchdacht ist und seine Welt daher total schlüssig und realistisch wirkt. So muss ein Rollenspiel sein. Aber es gibt natürlich auch ein paar Kritikpunkte. Ich finde zum Beispiel weiterhin, dass das Spiel ruhig ein paar Stunden kürzer sein könnte. Nicht, weil es dann besser wäre, sondern weil es dann vielleicht nicht so abschreckend wirken würde für Leute, die nicht ganz so viel Zeit für Videospiele aufbringen können. Außerdem hatte ich einige technische Probleme, von Clipping-Fehler über aussetzende Vertonung bei Cutscenes. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Bis hin zum Absturz. Und an diese wankende und schwerfällige Steuerung von Geralt muss man sich auch erstmal gewöhnen. Zumindest wenn man nicht erst nach 50 Spielstunden herausfindet, dass man diese auch flutschiger einstellen kann. Aber insgesamt gesehen sind diese Kleinigkeiten bei der Größe des Spiels einfach zu vernachlässigen und für meine Wertung völlig irrelevant. Es kann natürlich aber trotzdem sein, dass ihr keine Rollenspiele mögt, dann werdet ihr natürlich auch nicht mit The Witcher 3 warm. Lesen, zuhören, sich drauf einlassen und den Charakter optimieren gehören halt dazu. Also Leute, seid kein Jansel, spielt The Witcher 3. Lasst euch nicht abschrecken vom Umfang, macht euch am besten selber ein Bild von diesem unfassbar beeindruckenden Spiel. Es lohnt sich. Die meisten werden es eh schon getan haben, aber damit die anderen auch keine Ausrede mehr haben, war ich shoppen und habe dreimal The Witcher 3 Game of the Year Edition für PlayStation 4, Xbox One und die Switch gekauft. Als Dank. Als Dank für euch, für den stetigen Support, für das Erreichen der 50.000 Abonnenten und die Hoffnung, mir auf diesem Wege noch viele weitere Abos erkaufen zu können. Unter allen Kommentaren zu diesem Video verlose ich die drei Games. Das einzige, was ihr machen müsst, ist das Hashtag PlayStation 4, Xbox oder Switch zu nutzen, je nachdem für welche Konsole ihr teilnehmen wollt. Bitte seid fair, also nutzt nur ein Hashtag pro Kommentar. Die Gewinner werde ich hier direkt in den Kommentaren benachrichtigen. Zeit habt ihr bis zum Video nächste Woche, also Samstag 16 Uhr. Viel Glück und vielen Dank. So endet nun meine lange Reise mit The Witcher 3. Ich bin gleichermaßen froh wie stolz, dass ich es endlich durchgespielt habe und nun sozusagen mitreden kann. Dementsprechend werdet ihr das Spiel auch sicherlich noch in dem einen oder anderen zukünftigen Video wiederfinden. Abschließend bleibt aber erstmal nur noch anzumerken, 1717 Tage sind nicht 50.000 Stunden. Aber gebt zu, es wäre cool und ihr hättet es fast geglaubt. Abonniert.